Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Ich bin sehr, sehr pleite nach diesem Video, aber für euch tue ich alles. Freunde, Mensch, schön, dass ihr da seid. Ich hatte eine doofe Idee und zwar habe ich sehr, sehr viel Geld für Natasha Denona Produkte ausgegeben, weil ich dachte, Mensch, ist so schön und oh, möchte ich gerne haben, sieht toll aus und da ich ja so ein paar Produkte von der guten schon habe, die eigentlich wirklich gut für mich funktionieren, dachte ich mir, wir kaufen einfach mehr. Es gab so einen Sale, trotzdem habe ich viel zu viel Geld bei Sephora gelassen in den letzten 2 Wochen. Und damit wir das Ganze testen, habe ich gedacht, machen wir dieses Video. Falls ihr ein Mitleids-Like für mich übrig habt und euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und das Video mit euren Freunden teilt. Das hilft mir am allermeisten und ich würde mich freuen, wenn wir die Giacomo Army noch ein bisschen vergrößern werden. Bevor es losgeht, möchte ich aber noch ganz kurz mit euch über eine Sache reden, beziehungsweise eigentlich über drei. Ihr wisst ja, die Charlotte Tilbury Cream hier, ne? Das Schätzchen hier. Das ist ja schon eine gute Creme und irgendwie jeder mag sie. Ich habe 2 Probleme damit. Problem 1, sie ist voll parfümiert. Problem 2, sie ist einfach teuer. Das Ding kostet fast 100 Euro für eine Creme, die ich abends wieder wegmache. Weil die ist ja für morgens vors Make-up. Die ist schön, die ist gut, aber ihr wisst, Team Günstmaus ist am Start. Ich glaube, das Video wird irgendwie so heißen, Team Günstmaus testet die teuersten Produkte und ich sag euch, lohnt sich das oder nicht. Die Creme ist gut, sie ist aber einfach viel zu teuer. Und ihr wisst, ich vergleiche sie immer mit einer ganz besonderen Creme. Und zwar mit der Hyaluron-Creme Lift von Beauty Mates. Sie haben jetzt eine neue Verpackung, ein neues Design. Die Creme ist die gleiche geblieben. Das ist meine absolute Lieblingscreme. Die schlägt bei weitem die Creme von Charlotte Tilbury. Und das Schöne ist, sie ist von der Textur fast auch identisch. Sie hat nur einfach keine Duftstoffe mit drin. Das heißt also, wenn ihr eine sehr sensible Haut habt, ist das eure Creme. Das Finish auf der Haut ist genau dasselbe. Ihr werdet es gleich sehen, wenn ich die Creme so ein bisschen verteilt habe. Ihr habt sofort diesen feuchten und gesunden Glow. Und ihr wisst, ich arbeite schon eine ganze Weile mit Beauty Mates zusammen. Ich zeige euch wirklich nur Produkte, die ich wirklich mag. Und das ist eine Creme. Das ist jetzt, die habe ich jetzt neu aufgemacht, weil es das neue Design ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, schon 6 Dosen einmal durchgerockt, weil ich die Creme halt wirklich gerne mag. Nicht nur morgens vor dem Make-up, sondern auch abends, weil sie halt sehr intensiv pflegend ist, ohne Duftstoffe. Und das Schöne bei Beauty Mates ist, ihr könnt euch mit dem Set-Konfigurator so Sets zusammenstellen. Und ich habe ein Set, was ich am liebsten benutze. Auch das kennt ihr schon. Und das ist das Beautiful Eye Set. Das ist mit dem Augenlifting Booster. Und davon gibt man sich einfach so 2 Tropfen direkt unter das Auge oder ihr mischt es euch in eure Creme mit rein und dann könnt ihr das einfach so unter eure Augen tupfen. Funktioniert sogar morgens vor dem Make-up. Das liftet so ein bisschen das Auge, das strafft das alles so ein bisschen und das sorgt dafür, dass ihr weniger Augenschatten habt. Ihr wisst, wie ich vor einer Weile aussah. Seitdem ich das benutze, ist es, no joke, viel, viel besser geworden. Es gibt jetzt aber noch ein paar neue Produkte und eins will ich euch davon zeigen, was ich gestern schon benutze, aber das ist eine ganz coole Sache, glaube ich, für Leute, die jetzt so Richtung Herbst, Winter in die kühle Jahreszeit gehen, die etwas mehr Pflege brauchen mit der Creme. Falls ihr aber ein Problem mit so fahler Haut habt und so ein unruhiges Hautbild, gibt es jetzt einen AHA Glow Booster. Der hat 12% AHA und 2% BHA-Säuren mit drin. Und das Schöne ist, das peelt so ganz vorsichtig eure Haut. Das ist ein bisschen intensiver, aber ohne dass es brennt. Und ich empfehle euch, das so 3-mal die Woche abends zu benutzen. Ich würde das nicht vor Make-up machen, im Alltag. Und denkt unbedingt an eure Sonnencreme. Aber falls ihr euch so für chemische Peelings interessiert, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ihr könnt euch da einmal so ein bisschen durch die Webseite durchklicken. Ich habe euch einen Link einmal unten in die Infobox gemacht zu meinen Favoritenprodukten. Es gibt eine komplette Landingpage bei Beauty Mates mit meinen Favoritenprodukten, die immer aktualisiert wird. Mein Favorit ist und bleibt auf jeden Fall die Creme mit dem Augenlifting Booster. Gibt es im Set mit dem Code ein bisschen günstiger. Ist bei weitem günstiger als Charlotte Tilbury und der Effekt exactly the same. Mein erstes Natasha Denona Produkt, was ich jemals gekauft hatte, war der Mini Blush. Und den liebe ich immer noch. Und das war so der Aufhänger, dass ich 1, 2, 3, 4 Paletten gekauft habe. Ich halte in meinen Händen gefühlt gerade 5000 Euro an Schminke, was vielleicht einer der dümmsten Ideen meines Lebens war. Aber ein Produkt kann ich euch schon sagen, 2,
Ja, hier so die, ich zeige sie euch gleich in Anwendung, sind gut. Ich will aber, dass ihr seht, was ich meine, wenn ich sage, dieses eine Produkt funktioniert für mich gar nicht. Und das war das Teuerste. Meine Haut ist einmal richtig schön gepflegt, sie sieht richtig schön prall aus. Und wir benutzen heute noch einmal eine Foundation, die für mich bis jetzt nie so wirklich funktioniert hat. Und auch das ist eine recht teure Foundation. Und Team Günstmaus, ich sehe schon, 80% der Community zittern. Ich zitter auch, weil das ist einfach. Muss man sich mal vorstellen, was so Make-up kostet teilweise. Manchmal ist es gerechtfertigt, manchmal ist es das nicht. Dafür bin ich hier. Vielleicht heißt das Video auch, ich gebe mein Geld aus, damit ihr es nicht müsst. Irgendwie so. Wir benutzen die Foundation nochmal. Ich glaube, Jolina mag die ganz gerne. Ich kam damit ehrlich gesagt nicht so gut klar. Base sieht gut aus und ich gehe jetzt einfach hier mit so ein bisschen hier rüber. Farbe, Color Match. Ja, ist okay. Ich fand die Foundation. Ich habe einen Dupe gefunden. Oh, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Heißt das so? Ich glaube. Die ist von der Textur und vom Finish her 1 zu 1 wie die True Skin Foundation von Catrice. Wow, macht Sinn. Manchmal möchte ich so ein bisschen bougie sein und ich möchte auf Teufel komm raus ein teures Produkt in mein Gesicht klatschen. Auch wenn ich weiß, es ist nicht so das Beste. Das ist das, was ich mit dieser Foundation habe. Also sie sieht aus wie Haut, aber nicht so wie Haut, die viel Wasser zu sich genommen hat, sondern eher so wie Haut, die, ja, die könnte noch mal einen Schluck brauchen. Okay, die Foundation ist einmal eingearbeitet. Sie ist so ein bisschen blass, ne? Alles schön und gut. Jetzt kommen wir, ich weiß gar nicht, mit welchen Produkten ich anfangen soll. Also ich zeige euch einfach erstmal so grundlegend das Konzept von diesen Natasha Denona Base Paletten. Die Lidschatten Paletten und ich. Alles schön und gut, ich komme mit den verschiedenen Größen nur nicht klar. Aber ich bin hier, um euch zu helfen. Es gibt diese Mini-Paletten, da sind vier Farben mit drin und oben ist immer ein Bereich mit Creme-Produkten. Ihr könnt schon sehen, das Ding habe ich schon wirklich gut durchgerockt. Problem, was ich habe, aber das ist halt nur persönlich und ich weiß, das ist so, man muss halt gucken, dass es für alle Hautfarben funktioniert. Dieser Ton ist einfach so intensiv, dass ich es fast jedes Mal hinkriege, dass ich aussehe, als hätte ich so dermaßen in der Sonne gelegen und wäre verbrannt. Wunderschön, wunderschön, traumhaft, viel zu dunkel. Auch, die kennt ihr aber schon, diese hier gekauft und das ist die Bronze and Cheek Palette. Auch hier, die beiden Töne, die drei wieder toll, nur der ist viel zu dunkel für mein Gesicht. Eine neue, die ganz neu bei mir eingezogen ist, die habe ich jetzt auch erst einmal benutzt, ist die Bronze and Glow Palette Tan. Auch die hat zwei Creme-Produkte und diese Farbe hier ist im Prinzip fast genau dieselbe wie diese hier. Nur das ist das Creme-Produkt und das ist das Puder-Produkt dazu. Verwirrend, oder? Ich probiere jetzt, alle Farben in mein Gesicht zu kriegen. Vorher konturieren wir aber. Und dafür habe ich diese Palette gekauft und das ist diese riesengroße. Und also ihr seht schon, sie sieht schon ein bisschen speckig aus, weil sobald ich sie anfasse, hat sie Fingerabdrücke drauf. Ihr könnt. Theoretisch könnte ich diese Palette jetzt auf mein iPhone legen und es würde entsperren. Ein Highlight Shade, ein Contour Shade und ein Glow Shade. Glow toll. Diese zwei probieren wir jetzt aus und dann könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr dazu steht. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ich nehme jetzt hier einfach so einen großen, fluffigen Puderpinsel und gehe als erstes in diesen Kontorton mit rein. Das ist ein Creme-Produkt und was ich gut finde ist, hier ist halt immer so ein Verschluss, dass das Puder nicht in das Creme-Produkt kommt. Und das setze ich mir jetzt hier hin und tupfe mir das einfach hier nur so schon mal so ein bisschen auf. Und ihr seht sofort Farbe. Ne? Also das ist schon sehr intensiv und sehr pigmentiert. Ich arbeite jetzt nicht sauber. Ich platziere mir einfach nur das Produkt so ein bisschen hier hin. Und ihr sagt mir jetzt einfach mal, wie ihr das findet. Ich will gar nicht so viel bewerten, sondern einfach nur die Produkte in meiner Haut einarbeiten. Ich finde, dass der Ton halt doch recht warm ist für einen Konturton. Ne? Jetzt bewerte ich doch. Was man sagen muss, die Sachen lassen sich gut verblenden. Also mit so einem Puderpinsel, ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht machten das auch Leute. Ich habe noch niemanden gesehen, dass jemand mit einem Puderpinsel Creme-Produkte aufträgt. Weil ich finde, dadurch habt ihr einfach wie so ein geairbrushedes Finish. Und ihr seht schon, also es lässt sich halt extrem gut verblenden. Sehr cremig, sehr weich. Ich wollte jetzt aber nochmal, und das finde ich eigentlich ganz schön, die Farbe mag ich sehr gerne. Das ist aus der Tan-Palette, die Glow Cream Base. Das ist ganz spannend, weil die Farbe sieht fast genauso aus wie diese hier. Also ihr seht schon,
diese Ähnlichkeiten, nur ist es alles einmal so ein bisschen umgedreht. Diese Farbe ist hier als Puder, die ist hier als Creme, die gibt's nicht, dafür ist es hier ein Bronzer. Also, könnt ihr mir so ein bisschen folgen? Also entweder man hat die und hat das als Cremeprodukt oder man hat die und hat das aber nur als Puderprodukt. Ich nehme jetzt meinen Fenty Brush, der ist fantastisch. Und da gehe ich in diese Cream Glow Base rein. Lade den Pinsel richtig auf, weil die sind recht zart. Und setze mir das einfach hier hin. Und ich finde, also das ist schon Glow, ne? Das seht ihr schon. Und es ist so ein bisschen wärmer. Okay, ich wollte mit euch noch diesen Highlighter-Ton benutzen, nicht als Concealer, wirklich nur für die Nase. Ich habe den als Concealer schon benutzt, ich sah danach aus wie 85. No shade, no offense. Ich setze mir das wirklich hier nur so als kleine Highlight-Punkte mit hin. Dafür ist es ganz gut. Aber dafür brauche ich so die Farbe nicht, ne? Sie highlightet schon gut. Unter den Augen mag ich sie gar nicht. Probieren Sie mal hier so ein bisschen auf den. Oh, okay. Ne, ich sehe aus wie ein Clown, ne? Wir probieren jetzt nochmal hier diesen Glow-Ton, weil der ist auch so wunderschön. Das ist. Seht ihr das? Das ist wie so ein feuchter Nebel. Feuchter Nebel. Nebel ist immer feucht, oder? Aber das ist halt sehr, 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 sehr glowy und sehr fresh. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen daran geholt, dass ihr die Base auch sehen könnt. Also, wenn ich ehrlich bin, ich mag die Palette am wenigsten. Die Farbe hier ist leider so ein bisschen zu dunkel, um sie als Highlighter zu benutzen. Die aber auf den Augen. Ist schon schön, ne? So ganz leicht, einfach so ein bisschen rüber gedustet. Das ist schon schön. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu meiner Favorite-Palette. Und das ist diese Palette. Also, das war ja so ein bisschen, glaube ich, die Inspiration für diesen Mini. Die Farben sind aber anders. Hier ist halt wirklich. Schaut mal, ich mische das immer so ein bisschen. Und setze mir das dann hier hin. Und ihr habt sofort diesen. Ich sage dazu immer den bei Janine Glow. Schaut mal bei ihr unbedingt vorbei. Hat ein ganz tolles Video zu meiner Palette gemacht. Das ist sehr, sehr intensiv, aber halt so gesund. Und das Schöne bei dieser Art von Palette ist, und das habe ich auch bei der Bronze-Palette, also ihr könnt die schon wirklich schön übereinander layern und hier aufbauen und ihr habt einfach ein tolles, tolles Finish auf der Haut. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Concealer mit drauf und dann zeige ich euch die Puderprodukte, weil das macht das Ganze dann noch immer so ein bisschen so. Schaut mal, ich habe den Concealer jetzt einfach so ein bisschen ausgeblendet. Hier könnte ich noch ein bisschen was gebrauchen. Und jetzt nehmen wir einen fluffigen Pinsel und gehen doch nochmal in die große Palette, weil das habe ich noch nicht probiert. In diesen Puderton. Und zwar ist es die Japanese Pressed Powder. Hat ein bisschen. Okay, es hat Kickback. Klopfe ab. Und das setze ich mir hier so unter die Augen. Gibt doch bestimmt so ein paar Natasha Denona-Mäuse von euch. Kann man die einzeln kaufen, diese Dinger? Weil das sieht toll aus. Ihr schaut mal unter meinen Augen. Smooth. Ich setze damit einfach so ganz grob so mein Gesicht und ich will halt diesen Glow so ein bisschen behalten heute. Also unter den Augen ist das schön, aber der Concealer, das, also dieser Cream Highlighter war nix. Was wir auch probieren ist, wir nehmen denselben Pinsel und gehen in diesen Highlighter mal, All Over Glow. Und das setze ich mir so ein bisschen unter die Augen, sodass ich auch da so einen leichten Glow habe. Und wir übertreiben heute mal rigoros mit Glow. Mein Favorite Step ist die Blumenpalette. Und jetzt look and enjoy. Ich nehme mir einfach einen Blushpinsel, gehe hier rein, lade den Pinsel richtig auf und dann setze ich mir das einfach hier so ein bisschen hin. Und ihr seht sofort diesen exorbitanten Glow. Ihr habt meine Kampagne gesehen, ne, zu meiner Lidschattenpalette. Diesen Look, wo ich dieses Overblush mit den Sommersprossen und dem Rot habe. Das war das hier, also als Blush. So, so wunderschön. Und die Haut, also die ist gesettet, ne? Es ist aber immer noch so glowy. Der Ton hier ist ganz schön. Ich finde den aber so ein bisschen. Ja, nee, finde ich nicht. Der ist schon geil. Ich glaube, ich war einfach so ein bisschen gefrustet von der Palette, weil die halt für mich so ein bisschen unnötig war. Genauso wie die Tan-Palette. Wobei, ah, den Bronzer, der fehlt ja noch. Ich nehme wieder meinen Bronzerpinsel und gehe hier rein. Der ist sehr, sehr warm. Extrem warm und man braucht nichts davon eigentlich. Und das setze ich mir einfach nur. Seht ihr, ich habe sofort einen Fleck drauf. Extrem warm. Mein Favorite Highlighter ist allerdings
Dieser hier aus der Tan-Palette. Und der ist, das ist total krass, ne? Der ist total festgepresst und ist, also das ist kein Glitzer-Highlighter, sondern das ist wie so ein Wet-Highlighter. Der ist gar nicht so intensiv, aber der ist halt einfach wet. Und den gebe ich mir gerne hierhin. Und ich glaube, ich habe meine Frage aus einem der letzten Videos selber beantwortet. Wie schaffe ich es, dass mein Gesicht gesettet ist, aber trotzdem glowy? Ich brauche einfach alle drei Paletten von Natasha Denona. So, ihr seht ja, ich gebe ja wirklich überall dieses Produkt hin. Ich mache mal ganz kurz mal meine Augenbrauen, Freunde. Ne? Ich habe einmal Lippenstift auf den Zähnen, alles so ein bisschen fertig gemacht. Also, ihr seht das Ergebnis. Das ist halt genau diese Base, die ich haben möchte. Die Frage ist jetzt nur, möchte ich, normaler Konsument, mir drei Paletten kaufen müssen, um dieses Ergebnis zu erzielen? Ich fände es allerdings so ein bisschen schöner, wenn ich mir die Dinger einzeln kaufen kann und dann eine leere Palette machen kann. Weil ich brauche in der Tan-Palette, brauche ich diese Farbe hier nicht. Und den Bronzer brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, ich merke es, glaube ich, gerade selber. Die mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber jetzt habe ich halt diese hier. Und damit komme ich, glaube ich, so, doch so ein bisschen besser klar. Weil ich habe halt noch einen Bronzer mit drin. Diese große hier, weiß ich nicht, ob ich sie unbedingt bräuchte. Ich glaube nicht, weil ist ja zum Konturieren immer noch mein Favorite, ist es die hier von Essence, die Contouring-Palette. Die ist so fantastisch. Schaut, geht hier rein, konturiert bin ich eh nicht, sehe aus wie ein Stück Speck. Hier, warum ist das so nass hier? Zack, boom, Kontur ist da. Ne? Also ich glaube, ihr wisst schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Sachen sind wirklich gut. Ich liebe das Ergebnis auf meiner Haut. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, Maxim, was kannst du uns empfehlen? Ich würde gerne, weiß ich nicht, 50 Euro davon in Make-up investieren. Save your coins, sis. Kauft euch dieses kleine hier, weil damit habt ihr genau dieses Ergebnis in einem Produkt so ein bisschen mit drin. Ansonsten diese Blumenpalette. Wenn ihr wollt, kaufe ich noch mal ein paar andere Produkte von Natasha Denona. Aber ich finde es spannend zu sehen, wie diese teuren Sachen performen. Und wenn ihr wollt, schaue ich, dass ich dieses Make-up noch mal nur mit günstigen Produkten nachschminke. Lasst mir dazu gerne ein Feedback einmal unten in den Kommentaren. Schaut unbedingt bei Beautymates vorbei. Ihr werdet es wirklich nicht bereuen. Augenlifting-Set, ein bisschen unter die Augen. Ihr seht eh gleich so ein bisschen fitter aus, den Glow auf eurer Haut. Ist ja, kauft euch so eine Creme und dann habt ihr das eh gespart, ne? Set steht einmal unten in der Infobox. Alle Links unten auch. Mit meinem Code Maxim könnt ihr auch ein bisschen Geld sparen, 20%. Und ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns bei einem neuen Video hier ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal.